Haben Sie die Nase voll von Internetzensur? Machen Sie sich Sorgen um Ihre Internetsicherheit? Wie würde Ihnen eine Lösung gefallen, welche nicht bloß ein potenzielles Problem mit einem anderen ersetzt? Free Speech Me ist ein freies, kostenloses Software-Plugin für Firefox, mit dem Sie mühelos .bit-Webseiten anzeigen können. .bit ist eine neue Top-Level-Domain, welche außerhalb der Kontrolle von Regierungen und Konzernen liegt. Bereits heute können Sie eine .bit-Domain registrieren, indem Sie die preiswerte Kryptowährung Namecoin verwenden. Die Registrierung von .bit-Domains kostet momentan nur ein paar Cent und kann komplett ohne die Hilfe von irgendwelchen Institutionen ausgeführt werden. .bit-Domains sind extrem widerstandsfähig gegen willkürliche Abschaltung oder Beschlagnahmung durch Regierungen, Konzerne oder andere Kriminelle. .bit-Domains sind die dezentrale Alternative im Gegensatz zur herkömmlichen Webpräsenz auf .com oder anderer Top-Level-Domain-Basis, welche jederzeit und ohne Begründung durch eine Regierung abgeschaltet werden kann, sogar ohne Gerichtsbeschluss. .bit-Webseiten verbreiten sich weltweit innerhalb von 3 Stunden. Neue .bit-Webseiten sind also sofort für jeden sichtbar, anders als die 1-3 Tage, die man bei anderen Domains hinnehmen muss. Es existiert bereits eine funktionierende Beta-Version des Free Speech Me Firefox Plugins. Nun haben wir eine Kampagne gestartet, um genug Kapital aufzubringen, sodass wir die weitere Verbreitung von .bit-Webseiten vorantreiben können. Damit unser Vorhaben gelingt, ist eine breite Akzeptanz absolut notwendig. Vor der Erfindung des Free Speech Me Plugins war das Anzeigen von .bit-Domains nur auf komplizierte Weise zu bewerkstelligen und machte Änderungen an den DNS-Einstellungen des Computers notwendig, was wiederum Admin-Berechtigungen und einiges an Know-how voraussetzte und außerdem ein Sicherheitsrisiko darstellte. Das fällt nun weg. Somit ist Free Speech Me auch resistent gegen DNS- und HTTPS-Hijacking, was ziemlich verbreitet ist bei den normalen Top-Level-Domains. Ein Umleiten des Datenverkehrs auf eine gefälschte Website mit dem Ziel, Passwörter zu stehlen oder Viren zu verbreiten, ist mit .bit-Domains unmöglich. Mit unserem Free Speech Me Browser Plugin gehören alle diese Gefahren und Umstände der Vergangenheit an. Sie surfen weiterhin auf schnelle und sichere Art, ohne dass Sie irgendwelche Einstellungen an Ihrem System machen müssen. .bit-Seiten werden also ohne Umleitungen direkt angezeigt und verlinkt. Um Ihre eigene Website per .bit-Domain erreichbar zu machen, müssen Sie nicht extra eine weitere Website erstellen. Auf der Free Speech Me Webseite finden Sie viele Tutorials, die ausführlich erklären, wie Sie Ihre herkömmliche Webseite für .bit vorbereiten. Anschließend müssen Sie nur noch Ihre Besucher auf Ihre neue .bit-Domain aufmerksam machen und schon bleiben Sie weiterhin von jedem, der das Free Speech Me Plugin verwendet, erreichbar, selbst im Falle einer Komplettzensur. Das alles ist kein Hirngespinst. Es stehen bereits funktionierende Versionen des Free Speech Me Plugins für Windows und GNU Plus Linux für Ihre sofortige Verwendung zur Verfügung. Und es gibt laufend mehr und mehr .bit-Webseiten. Das Wichtigste in diesem Stadium ist, eine breite weltweite Akzeptanz unseres Plugins zu erreichen und viele weitere Webmaster über die Möglichkeiten der .bit-Domains zu informieren. Zu diesem Zweck haben wir leicht verständliche Tutorials geschrieben, welche den Umgang mit dem Plugin, .bit im Allgemeinen, und der Registrierung mit Hilfe von Namecoins erklären. Free Speech Me ist eine bahnbrechende, fortschrittliche Erfindung. Ein großer Schritt in Richtung Freiheit. Bitte helfen Sie uns, $50,000 aufzutreiben, um das freie, kostenlose Software-Plugin Free Speech Me weiterzuentwickeln, weiter zu verbreiten und das Internet vor den ausufernden Kontrollapparaten der Regierungen zu schützen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.